In Hoyerswerda wurde rund um den Lausitzer Platz ein Modellquartier ausgewählt, um neue Möglichkeiten für eine sichere, bezahlbare und klimaneutrale Wärmeversorgung zu untersuchen. Das Gebiet umfasst in etwa den Bereich zwischen dem Lausitzer Seenlandklinikum und dem Lausitzbad. Die Stadt Hoyerswerda hat nun die Versorgungsbetriebe Hoyerswerda mit der Erstellung eines sogenannten Quartierskonzepts beauftragt. Das ist ein Plan, der von Eigentümern und lokalen Akteuren gemeinsam erstellt wird. Mit dem Quartierskonzept wird die zukünftige Entwicklung des Modellquartiers Lausitzer Platz geplant und fortgeschrieben. Bewohner dieses Bereiches sind nun dazu aufgerufen, sich an einer Umfrage zum energetischen Quartierskonzept zu beteiligen. Die Umfrage läuft noch bis zum 8. November. Die Umfrage kann sowohl online als auch mit einem Umfragebogen ausgefüllt werden. In folgenden Einrichtungen steht der Umfragebogen zur Verfügung: im Bürgeramt in der Dillinger Straße, im Alten Rathaus und im Neuen Rathaus, in der Energiewelt der VBH, in der Mobilitätszentrale der VGH, im Servicecenter der Wohnungsgesellschaft sowie im Servicecenter der Lebensräume. Die Ergebnisse der Umfrage sowie der weitere Ablauf werden im Rahmen einer Infoveranstaltung vorgestellt. Diese findet am 29. November von 17 bis 20 Uhr in der Lausitzhalle statt.